Hallo und herzlich willkommen hier zur 7. Ausgabe mit der Übungsreihe mit Flo. Zu meiner Seite hier wie üblich der Kolbi. Hat nicht funktioniert. Es geht. Los. Wir stellen euch heute wieder eine alltägliche und eine sportartspezifische Übung vor. Zur ersten Übung, dem Seitstütz, legt ihr euch einfach erstmal ganz normal hin und platziert den Ellenbogen hier unterhalb der Schulter. Wirklich unterhalb, nicht zu weit oben oder nicht zu weit unten, sondern wirklich direkt drunter. Dann, um mögliche Fehler in der Haltung zu minimieren, würde ich euch empfehlen, mal euch wirklich gerade hinzulegen. Also, dass der Po nicht da hinten liegt oder da vorne und die Beine da vorne oder da hinten, sondern wirklich gerade. Schau mal runter. So, streck mal die Hüfte so ein bisschen. Genau. Allein schon von der Fußstellung her haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder platzieren wir das obere Bein auf das untere Bein drauf oder das obere Bein kommt hier nach vorne. Und zwar, weil wir möchten gerne, oder ich hätte gerne, dass ihr versucht, die Schultern sowie auch die Hüftgelenke in einer Linie zur Decke zeigen zu lassen. Okay, jetzt gehen wir mal hoch. So, heißt Schultern eine Linie zur Decke, Hüftgelenke zeigen in einer Linie zur Decke. Und das ist in dieser Position schon relativ eigentlich gegeben. Habe ich die Füße hier so übereinander drauf, dann kann es sein, dass die Hüfte hier so ein bisschen aufdreht oder sich zu sehr zudreht und so weiter und so fort. Und hier sind wir einfach schon mal mit der Hüfte eigentlich sicher. Häufiger Fehlerbild ist auch hier, dass wir hier so ein bisschen reindrehen. Ja, jetzt muss halt ein bisschen arbeiten. Oder hier zu sehr öffnen. Schaut ruhig, dass die hier parallel zur Decke sind oder zur Wand nach vorne. Was ich hier möchte ist, dass ihr versucht, auch aktiv den Ellenbogen in den Boden reinzupressen, dass wir nicht einfach hier so drin hängen, sondern schiebt wirklich den Ellenbogen rein und drückt euch weg. Heißt also, drückt euch hier raus, schiebt den Kopf wirklich mit dem Scheitel nach oben so gefühlt, ne, dass ihr euch das richtig lang auseinanderzieht. Ansonsten könnt ihr auch ein bisschen die Hüfte hier nach oben nehmen. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Spannung hier in der Seite, weil wir trainieren gerade die Seite vom Bauch. Die will sich zusammenziehen und die hebt uns auch. Varianten. Bei dieser Variante ist es ein bisschen leichter. Heißt, das untere Bein wird abgelegt oder das Knie wird abgelegt. Wir können hier ein bisschen mehr auch aus dem Arsch uns hochhelfen. Genau, und kommen hier hoch. Das Bein kann hier abgelegt werden. Ich empfehle es aber, hier ein bisschen hoch zu halten. Schambein ist drin. Guckt auch bitte, dass wir hier nicht zu sehr ins Hohlkreuz fallen, sondern zieht den Bauch auch ein bisschen rein. Und ansonsten bleibt eigentlich alles genau gleich. Ellenbogen passt jetzt nur nicht. Ellenbogen ist ein weiter rein. Ja, genau. Ne? Auch wieder schauen, dass alles in einer Linie ist. Für ein bisschen mehr Po-Spannung kann auch das obere Bein nicht einfach nur gerade, also senkrecht nach oben gezogen werden, sondern halt den Po mal ein bisschen weiter vorne. Streckt das Bein mal. Also strecken, heißt nicht anheben, genau. Und jetzt ziehen wir das Bein mal ein bisschen nach hinten oben. So kriegen wir ein bisschen mehr Spannung im Po. Hier aber wieder das Problem, dass dann hier die Hüfte wieder aufmacht. Die müssen wir gegenhalten, okay? Für die schwerere Variante kommen wir sozusagen in den Star. Heißt, das untere Bein wieder lang machen. Genau, kommst erstmal normal hoch. Schau, dass wieder alles gerade ist. Wir schauen nach vorne, die obere Hand kann noch gerne hier nach oben genommen werden. Und jetzt heben wir das obere Bein hier an und halten. So, jetzt nimmst du das Bein nach vorne, schieb, lass die Hüfte vorne. Ich zeige das schnell vor. Heißt, wenn wir hier sind, komplett gerade sein, jetzt ziehe ich hier das Bein hoch, dann bin ich wieder kriege ich ein bisschen mehr Hüftbeuger mit rein. Wenn ihr mehr Po haben wollt, dann das Bein ein bisschen nach hinten nehmen und hier raus hochheben, dann merkt ihr schon direkt, dass wir auf dem Po mehr ansteuern. Das war's zur ersten Übung. Zur zweiten Übung werden wir heute ein bisschen was zur Fußkraft machen. Eines der häufigsten Probleme auch beim Eishockeyspieler sind einfach, dass die Füße viel zu schwach sind. Das liegt einfach daran, dass sie sehr viel im Schlittschuh sind, unvorteilhafte Schuhe anhaben und zu wenig einfach was für ihre Füße tun. Und da muss man auch wieder überlegen, wir wollen hier relativ viel Kraft in den Boden reinbringen. Und jetzt trainieren meistens die Jungs ihre Beine richtig auf, sind da relativ stark oder sehr stark zum Teil. Aber die Füße sind relativ schwach. Heißt also, ihr könnt die Kraft gar nicht so wirklich eins zu eins in den Boden übergeben, wie ihr es haben möchtet und werdet dadurch einfach nicht stärker oder nicht schneller. Also jetzt haben wir mal eine relativ entspannte Sprinterposition hier. Und zwar, Ziel ist ja jetzt beim Sprint maximal schnell nach vorne zu kommen. Angenommen, er zieht jetzt das Bein hier nach vorne. Jetzt bleiben wir mal kurz bei diesem Fuß hier und er würde jetzt dieses Bein durchstrecken. Dann ist sozusagen die Sprunggelenksteifigkeit, Stiffness auch genannt, zu schlecht. Heißt also, er könnte den Gelenkwinkel, den er jetzt hier hat, nicht halten. Und wenn er jetzt drückt, passiert das hier, dass er hier Kraft verliert. Ne? Also der Fuß könnte jetzt nicht so bleiben. Er schiebt nach vorne. Das wäre optimal. Wieder zurück mit dem Fuß.
sondern er möchte nach vorne und verliert eigentlich hier diese Steifigkeit im Gelenk. Die Ferse senkt sich so ein bisschen ab und wir bewegen uns hier nach vorne. Dadurch habt ihr einen massiven Kraftverlust, den ihr in den Boden übertragt und ihr werdet einfach oder bleibt einfach langsamer. Ich gebe euch jetzt mal hier eine ganz normale Übung, ganz einfach zu tun, um allgemein einfach mal hier die Fußsohle oder den Fuß einfach zu stärken. Hierfür könnt ihr einfach ganz normal Parkettboden, Laminatboden, einfach einen Boden nehmen, der ein bisschen rutschig ist. Nimmst ein Handtuch oder als Spieler einen Stutzen, das geht auch. Hierfür brauchen wir wieder alle drei Kanten, heißt Außenkante, Innenkante und Ferse werden abgelegt. Das Fußgewölbe wird hochgenommen. So, und jetzt haben wir hier die Ferse, die Ballen und die Zehen. Was ich jetzt gerne hätte, ist, dass wir hier das Fußgewölbe richtig aufbauen. Die Zehen bleiben lang, heißt also, ihr zieht jetzt erstmal die Ballen nach hinten und baut, die Zehen bleiben lang und baut mal so ein richtiges Gewölbe auf. Ja, siehst schon mal. Heißt, die Ansteuerung ist da schon mal nicht so optimal. Also versucht hier wirklich die Ballen mal anzuziehen. Das ist wirklich nur, stellt euch vor, Ballen, Ferse, Zehen. Ihr macht eigentlich nichts anderes wie das hier und baut ein richtiges Gewölbe auf. Das sind 2-3 Millimeter, die nach hinten gehen. Genau. So. Dadurch kriegen wir hier schon mal richtig Spannung auf. Dann ziehen wir die Zehen richtig ran und versuchen dadurch dann das Handtuch oder den Stutzen immer weiter unter das Fußgewölbe zu bekommen. Dann heben wir den Fuß an. Fuß anheben. Versuchen, die Zehen zu spreizen. Dann legen wir den Fuß wieder komplett ab. Wieder mit den Ballen ziehen. Ballen, 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 gut. Dann die Zehen nachziehen und wieder anheben, Zehen spreizen, ablegen. Und das passiert hier eigentlich in einem relativ schnellen Tempo. Weiter, 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 weiter. Gut, habt ihr das Handtuch eingegraben, dann wieder in die Gegenrichtung, heißt mit den Zehen rauspushen. Und dann beginnt das ganze Spiel wieder von vorne. Wieder rein. Rein, rein, rein. Zehen versuchen auch zu spreizen, dann wieder raus, 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 raus. Gut. Und das war mal eine Übung für ein bisschen Fußkraft. In diesem Sinne verabschieden wir uns auch wieder hier für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Denkt dran, schreibt es in die DMs rein bezüglich dem Easter Egg, was es sein könnte. Und dir auch nochmal herzlichen Dank. Cool. Auf Wiedersehen.